Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, liebe Freunde und Freundinnen. Ich kann mir immer dann ein boshaftes Grinsen nicht verkneifen, wenn mir in diesem unserem Lande irgendwelche selbsternannte und selbstgefällige Sitten- und Tugendwächter irgendetwas von Anstand und Moral erzählen und als Gipfel der Frechheit nahebringen wolle, es müsse zudem alles transparent sein. Nun ja, die Botschaft höre ich wohl, doch alleine mir fehlt der Glaube. Sehen wir uns doch nur mal die Ereignisse der letzten Jahre an. Wer hat sich denn in Sachen SARS-CoV-2 dumm und dämlich verdient? Was war denn mit den verschiedenen Maskenbeschaffungsmaßnahmen dabei, will ich von den vermuteten Transferleistungen für die Beschaffung der verschiedenen Impfstoffe noch gar nicht mal reden. Außerdem ist es doch so, ein Großteil der Lasten wurde doch auf die allgemeine Bevölkerung und die kleinen und kleinsten Gewerbetreibenden abgewälzt, während die Damen und Herren Angehörigen und Vertreter der bundesweiten Medienlandschaft finanziell äußerst großzügig unterstützt worden. Das ist doch nicht zu leugnen und mittlerweile auch hinreichend bekannt und vor allem beweisbar. Und als Gipfel der Frechheit werden all diejenigen Mitbürger und Mitbürgerinnen mit allen Mitteln der bundesdeutschen Justiz verfolgt und auch abgeurteilt, wenn sie die gigantischen Kosten für die berühmt-berüchtigte GEZ nicht mehr aufbringen und bezahlen können oder wollen. Gleichzeitig aber werden, und dies sozusagen mit Gegenzug, die journalistischen Handlanger unseres medialen Systems mit dem bekannten goldenen Handschlag in den Ruhestand verabschiedet. Und dies vorzugsweise immer dann, wenn sie bei dem einen oder anderen Ausrutscher ertappt werden. Auch eine Art von Transparenz, aber davon wollen die Herrschaften nichts wissen. Eine ganz besondere, reizende Art dieses Gewerbes sind unsere Damen und Herren Abgeordneten aus dem Hohen Haus zu Berlin. Getreu dem Motto, aus dem Hörsaal in den Plenarsaal. Keine Bildung, keine Ausbildung, aber dafür eine große Klappe. Und als Gipfel der Unverschämtheit lassen sich diese Herrschaften für ihr verantwortungsvolles Tun und Treiben für Gott und Volk und Vaterland auch noch gut bezahlen. Nämlich mit dem Gehalt und in der Höhe eines Bundesrichters. Der hat wenigstens doch was gelernt. Da rollen sich einem die Zehennägel auf. Nehmen, was Frau und Mann zu kriegen kann. Was interessiert mich das Geschwätz des kleinen Mannes, der die ganze Chose zu bezahlen hat? Deutschland, Deutschland über alles wächst mal Gras. Das Gras so ein Stück gewachsen, frisst ein Schaf und sagt, das war's. Na denn, ich wünsche einen schönen Tag, einen angenehmen Abend, eine gute Nacht und bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.